Also ihr Lieben, ich stecke hier im Feuerwehrhaus heute. Heute mit dem Thema, was muss ein Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau überhaupt essen, beziehungsweise was ist für die wichtig an der Stelle, wenn die im Einsatz sind. Es gibt ja Menschen, die bei der Berufsfeuerwehr sind, die im, ganz viele haben wir, die im Ehrenamt unterwegs sind. Und wir haben ja, das nicht zu vergessen, ganz viel Nachtdienst oder Nachteinsätze auch dabei. Das heißt, da war die Frage eines echten Patientenfalls aus meiner Praxis, was kann ich eigentlich essen, wenn ich im Dienst bin oder auch zusätzlich bei der Freiwilligen Feuerwehr? Was ist an Essen für mich sinnvoll? Also, für die Feuerwehrleute und Feuerwehrfrauen ist es grundsätzlich wichtig für alle, die für die Feuerwehr zuständig sind und vor allen Dingen, die im Einsatz sind, Eiweiß zu essen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, es wird ja viel Energie verbraucht, mit der Wecker geht los und zack, ne? Die laufen ja häufig sehr viel, die müssen schleppen sehr viel, die müssen tragen sehr viel in den Einsätzen. Das ist ja auch Patienten tragen und an der Stelle, oder natürlich Feuerlöschen, wenn es ist, oder eben auch technische Einsätze. Die größte Problematik, die wir immer wieder haben, ist im Einsatz, dass das sehr lange dauert und dass häufig die Reserven, also die Muskelreserven, aufgebraucht werden und dann der Körper in den Notfallmodus schalten muss. Wir haben ja auch die Situation, dass Adrenalin und Cortisol bei jedem Einsatz die Leute pusht und wir dadurch ja auch sehr Energie bekommen. Aber zu viel Stressbelastung, zu viel Adrenalin und Cortisol, also für einen gewissen Zeitraum ist es okay, aber an dieser Stelle nochmal, kann auch eher dazu führen, dass Körperfett entsteht. Und daher ist es wichtig, die Muskelzellen aufzubauen, natürlich Sport machen. Und was das Essen angeht, ist es wichtig, in Richtung Eiweißquelle zu gehen. Die Eiweißquelle ist bei einigen in Richtung Fisch, Fleisch, Geflügel und Ei zum Beispiel. Eiweißquelle kann auch sein Quark, Joghurt mit etwas Früchten zum Beispiel, kann natürlich auch ein Kräuterquark sein. Und dann für ein bisschen Sättigungseffekt zu Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei oder natürlich auch vegetarische Ersatzprodukte, wenn ihr mögt, wäre es an dieser Stelle so, dass man überlegen kann, ob man das Gemüse, hier geht gerade das Licht immer an und aus, aber ihr seht ja hier, ich bin gerade im Feuerwehrmuseum, ja, ein paar Beispiele, wie Feuerwehrleute aussehen können. Okay, also zurück, das heißt, die Beilage ist unter anderem auch möglich. Da würde ich immer in Richtung Handvoll gehen. Da könnt ihr einfach das Ernährungsmaß mit den richtigen Portionsmengen nutzen und eure Eiweißquelle dann zum Beispiel mit Kartoffelreis oder Nudeln kombinieren. Trinken ist natürlich noch wichtig. Wenn wir aus dem Einsatz wiederkommen, ist es wichtig, die Muskelzellen wieder aufzufüllen. Für alle die, die die Möglichkeit haben, vielleicht für den Notfall in ihre Feuerwehrjacke, ich habe ja hier mal so ein Beispiel einer älteren Jacke, oder ihr seht an den Figuren, da sind ja Taschen dran und die neueren sehen ja so aus. Da kann man natürlich auch immer mal Traubenzucker reinpacken für den Notfall, wenn der Einsatz länger dauert und jemand merkt, oh, irgendwie mir ist nicht so gut. Das heißt, an der Stelle ist es natürlich immer sinnvoll zu gucken, dass ich tagsüber genügend Mahlzeiten esse, mindestens 3 Mahlzeiten, Frühstück, Mittag, Abendbrot oder wer mag, auch gerne Zwischenmahlzeiten. Natürlich wissen wir ja nicht immer, wann der Einsatz kommt. Das ergibt sich ja alles im Laufe des Tages oder der Nacht oder des Einsatzes oder für das Ehrenamt sozusagen dann, wenn der Einsatz kommt. Und daher ist es wichtig, in den Zwischenzeiten zu gucken, dass gegessen wird. Das heißt, kommt ihr aus dem Einsatz wieder, dann ist es wichtig, die Muskelzellen wieder aufzufüllen. Und dafür brauchen wir zum Beispiel eine warme Mahlzeit. Für die, die nachts zurückkommen, weil jetzt der Einsatz zum Beispiel abends 21 Uhr war und ihr seid um 12 Uhr wieder zurück, wäre die Möglichkeit, um 12 Uhr in der Nacht gerne eine Mahlzeit zu essen. Das kann eine warme Mahlzeit sein, so wie man das mittags auch kennt. Man darf gerne zwischen 2, 3 und 4 Uhr eine Zwischenmahlzeit einbauen, wie es tagsüber zum Beispiel auch wäre. Und wenn jemand jetzt tagsüber unterwegs ist oder am Abend um 18 Uhr zurückkommt, wie viele das ja aus dem normalen Berufsleben vielleicht auch kennen, dann darf natürlich auch um 21 Uhr oder 20 Uhr oder 22 Uhr gegessen werden.
Wichtig ist, esst immer erst die Eiweißquelle, damit die Muskelzellen ordentlich Kraft kriegen, und versucht dann in den Bereich Kohlenhydrate zu gehen. Bei den Kohlenhydraten immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel ist, bei denen, die vorsichtiger mit dem Gewicht sein wollen. Also die, die eher abnehmen wollen, rate ich ja immer zum Ernährungsmaß in Richtung Handschale voll, weil der Blutzucker sich verändert und zu viele Kohlenhydrate füllen zwar die Muskelzellen mit Zucker, aber das Eiweiß reicht nicht aus. Und daher ist es sinnvoll, Eiweiß, Gemüse, Eiweiß. Und wenn dann Platz ist, dann kann man an die Kohlenhydrate gehen. Aber natürlich, Kohlenhydrate braucht das Gehirn, und da viel Tätigkeit ist, darf auch gerne gegessen werden. Noch ein Tipp für alle, die die gerne warm essen. Es kann auch gerne zweimal warm gegessen werden. Ihr müsst dann einfach nur auf die richtige Zusammensetzung mit Eiweiß und natürlich auch mindestens zwei Hände voll Gemüse in der warmen Mahlzeit achten. Aber ein bisschen Kartoffelreis oder Nudeln plus Eiweißquelle, Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei, völlig in Ordnung. So, ihr Lieben, ich sage jetzt dem gesamten Ehrenamt, die überall unterwegs sind, ganz lieben Dank. In diesem Falle, liebe Feuerwehrteam, passt wahrscheinlich besser für alles. Essen nicht vergessen, ganz liebe Grüße, eure Sandra. Denkt alle dran, lasst ein Abo da und das Plus weg, je nachdem, wo ihr mich seht. Ganz liebe Grüße, eure Sandra. Tschüss.